Willkommen zum Stadtspaziergang von meinem Bezirk anlässlich der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14.04.2024. Wir begleiten die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten auf einen kleinen Weg und unterhalten uns über Positionen und ihre Person. Neben mir diesmal Vizebürgermeister Markus Lassenberger, Spitzenkandidat und Bürgermeisterkandidat der FPÖ. Liste Rudi Federspiel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und warum treffen wir uns am Landhausplatz? Ja, weil der Landhausplatz ein zentraler Ort von Innsbruck ist. Und er ist ein Ort, wo auch Gesetze entstehen. Nachdem wir der Landesgesetzgeber, also der Tiroler Landtag, hier ja tagt, wird dort auch was beschlossen, was Auswirkungen auf die Stadt Innsbruck hat. Und hier kann auch die Stadt Innsbruck Einfluss darauf nehmen, was in Innsbruck zukünftig passieren kann. Gerade Thema Beschlüsse im Landtag vor kurzem war die Stadtrechtsnovelle ein Thema im Landtag, unter anderem Abschaffung der Einführung einer 4%-Hürde und Abschaffung der Stadtteilausschüsse. Demokratiepolitisch der richtige Weg? Ja, ich glaube schon, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der richtige Weg ist, weil man auch in anderen Ländern in Europa bemerkt, dass es immer mehr Zersplitterung gibt in politischen Gremien, und durch eine gewisse Hürde, die eingeführt wird, wird eine Zersplitterung verhindert und man wird aus meiner Sicht wieder regierbar, sei es egal, ob in der Kommune, also wie in der Stadt Innsbruck, auf Landesebene oder auch auf Bundesebene. Jetzt haben wir beim Stadtrecht die interessante Situation, dass es Stadträte oder in Ihrem Fall auch einen Vizebürgermeister gibt, der keine Amtsführung hat. Wie sind Sie in den letzten Monaten mit dieser Situation umgegangen? Ja, wir waren ja nie ganz, also wir waren ja nie zufrieden mit der Situation. Also wir haben ja von Anfang an gefordert, dass es ein Ende haben muss mit der Ausgrenzung, dass alle Stadtsenatsmitglieder, die ja vom Volk als solche gewählt wurden, auch eine Ressortverantwortung bekommen. Und das ist ja mein Anspruch, sollte ich zum Bürgermeister gewählt werden, dass alle Stadtsenatsmitglieder zukünftigen, egal ob 7 oder 9, das ja der Gemeinderat entscheidet, von mir mit Ressorts betraut werden. Zumindest schlage ich sie vor, es ist ja immer nur eine Entscheidung des Gemeinderats, wie er sich mehrheitlich dafür entscheidet, ja oder nein. Aber vorschlagen tue ich das jedenfalls. Jetzt war ja bei Ihnen ganz eine interessante Situation mit dem Stichwort Ausgrenzung. Es hat nach Ihrer Wahl zum Vizebürgermeister einen Abwahlantrag der Grünen gegeben, der eigentlich nur darauf gefußt hat, dass Sie Mitglied der FPÖ sind. Ja, das hat mich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gestört, weil wir eine demokratisch legitimierte Partei sind. Wir sind in Österreich eine zugelassene Partei. Und dass der Herr Bürgermeister das nicht, oder die Grünen das nicht akzeptieren wollen, zeigt halt wenig von Demokratieverständnis, sondern eher mehr für Ideologiegetriebenheit. Jetzt spielt aber, glaube ich, schon ein bisschen eine Rolle, dass die Freiheitliche Partei in Innsbruck nicht der rhetorischen Ausdrucksweise der Freiheitlichen Partei der Bundespartei folgt. Wie wohl fühlen Sie sich, wenn von Seiten der Bundespartei verbale Angriffe und Attacken gegenüber anderen Mitbewerbern in der politischen Szenerie erfolgt? Ja, wir kennen ja alle den politischen Diskurs, der auf allen Ebenen stattfindet. Und auf der Bundesebene ist er einfach immer schon ein bisschen rauer gewesen. Wir stehen aber alle zusammen als FPÖ, wir sind eine geeinte Partei und wir unterstützen uns gegenseitig, sei es von Bundesebene auf Landesebene, Landesebene auf die Stadt. Also zum Beispiel jetzt gerade im Verhältnis zum Beispiel Landespartei hat man abwärts bei meiner Person. Wir versuchen im Zusammenspiel für Innsbruck und fürs Land gemeinsam was weiterzubringen. Also ich sehe da jetzt nicht das große Problem, dass man ab und zu Dinge schärfer formuliert. Manche Dinge muss man einfach scharf formulieren, um auch, sage ich mal, in den Medien vorzukommen und die Botschaft einfach rüberbringen zu können. Wie sehr waren Sie damals überrascht, dass Sie die Stichwahl gegen die Elli Meier gewonnen haben? Ja, wie soll ich sagen, ich war grundsätzlich überrascht. Ich habe aber auch im Vorfeld sehr viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte angeworfen, habe sie auch um Unterstützung gesucht, wie es sich bei einer ordentlichen Wahl gehört, und habe ihnen erklärt, was mein Weg wäre, was meine Ziele sind und warum ich dann Vizebürgermeister werden will. Und ich glaube, die offene Art, die Kommunikation im Vorfeld hat vielleicht viele dazu bewegt, sich dazu durchzuringen, sage ich mal, mir die Stimme zu geben und mich zum Vizebürgermeister zu wählen. Jetzt gilt ja eigentlich so als Ende der damaligen Koalition in Innsbruck der Abwahlantrag gegen die Christine Opitz-Blörer. Von Ihrer Seite aus betrachtet, die damalige Zustimmung durch die Grünen, die damalige Zustimmung durch Georg Willi, überraschend gewesen? Ja, ich war schon überrascht. Ich hätte nämlich als Bürgermeister und als derjenige, der ja für die Koalition verantwortlich ist, nämlich auch als Bürgermeister für die Bildung der Koalition, diesen Schritt nicht gemacht,
sondern ich wäre zu meiner Koalition gestanden. Ich hätte mir eher vielleicht einen anderen Weg überlegt, ob man vielleicht über einen Ressortentzug nachdenken kann. Aber eine Abwahl als Vizebürgermeisterin, ich meine, das war, wie soll ich sagen, unüberlegt. Und natürlich für mich vom Vorteil, wir haben als Oppositionspartei genau das geschafft, was unsere Aufgabe war, nämlich den Abwahlantrag durchzubringen. Und wir haben es dann noch geschafft, aufgrund des Chaos, das der Georg Willi dann verursacht hat, auf den Vizebürgermeistersessel zu kommen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das auch sehr gut gemacht haben oder dass ich das in den letzten Jahren sehr gut gemacht habe. Es war dann auch dieses Spiel der freien Kräfte und wenn man sich das so ein bisschen in Erinnerung ruft, war es doch sehr oft der Fall, dass Sie mit Unterstützung von der FI oder von der ÖVP entsprechend Gemeinderatsanträge abgeschlossen haben. Das heißt, die haben eigentlich in dieser Zeit durchaus Verantwortung übernommen. Ja, also wir haben uns, nachdem der Georg Willi ja das freie Spiel der Kräfte ausgerufen hat, überlegt, wie können wir jetzt im Spiel der freien Kräfte in dem Sinne eine Koalition bilden mit den Bürgerlichen, vor allem was Anträge anbelangt und was auch unsere Anträge betrifft. Und wir haben es eben geschafft, eben gerade zum Beispiel im Doppelbudget, unsere Anträge umzusetzen. Und das zeigt, dass wir durchaus fähig sind, Mehrheiten zu finden und dass mit uns doch sehr viele zusammenarbeiten können, weil wir Handschlagqualität haben. Mehrheiten finden, das bedeutet, man muss Zielsetzungen und Programme haben. In Ihrem Programm für die Gemeinderatswahl sind, glaube ich, insgesamt 150 Punkte. Betrifft alle Lebenssparten innerhalb der Stadt? Es sollten grundsätzlich alle Sparten abgedeckt sein. Es wird wahrscheinlich immer ein paar kleine Punkte geben, die man nicht abdecken kann. Wenn man ein Wahlprogramm, sage ich, flächendeckend für Innsbruck und für alle Bürger machen wollen, ich glaube, das würde zum ersten einmal 1000 Seiten überschreiten und keiner würde es lesen. Also haben wir uns natürlich schon, glaube ich, auf die Kernpunkte beschränkt, die alle wichtigen Punkte, die man jetzt oder die Menschen so berühren, abdecken. Wenn wir so ein bisschen auf den Wahlkampf schauen, fehlt die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Punkten? Seien wir zu sehr personalisiert? Ist diese Frage, wer von den 13 Kandidatinnen und Kandidaten am Ende Bürgermeister wäre, zu sehr im Mittelpunkt, anstatt die Frage, wie entwickelt sich Innsbruck in Zukunft? Ja, es hat sich, was mir auffällt, ist diese Wahlauseinandersetzung jetzt sind wir ja knapp 4 Wochen vor der Wahl, ist eine andere wie in den letzten Jahren. Es gibt fast keine Podiumsdiskussionen, es gibt keine inhaltliche Diskussion der Kandidaten und auch der Parteienstellungen. Und das ist schon was ich vermisse. Ich glaube aber auch, dass die Menschen inzwischen mündig genug sind, sich auch aus eigenem Antrieb heraus zu informieren. Und ich glaube, dass die Menschen, die sich für Politik interessieren, in den letzten 6 Jahren sich ein Bild davon gemacht haben, wen können sie zukünftig unterstützen und was wollen sie umgesetzt sehen. Jetzt haben wir ja eins von diesen brennenden Themen auf dieser Seite drüben stehen, die Innsbrucker Kommunalbetriebe. Wie sieht der Herr Vizebürgermeister Lassenberger das Jubiläum mit 40 Jahren Innsbrucker Kommunalbetriebe und wie kritisch sieht er die Situation? Nein, grundsätzlich muss ich sagen, kann man auf die IKB eigentlich stolz sein. Es war eigentlich immer eine Vorzeige Tochtergesellschaft zum Teil der Stadt Innsbruck. Es ist eigentlich in der Vergangenheit immer gut gearbeitet worden. Jetzt, seitdem wir in der starken Abhängigkeit zu TIFA geworden, vor allem was die Energiepreise betrifft, hat sich aber gezeigt, dass das System, das bis dato verfolgt wurde, das falsch ist, weil man auf die Bürger nicht mehr eingehen kann. Und da muss ich sagen, da hat die IKB in ihrer Kommunikation gegenüber der Kunden und auch dem Großteil der Innsbruckerinnen und Innsbrucker schwere Verfehlungen gemacht, die das Vertrauen in diesen eigentlich tollen Betrieb sehr geschwächt hat. Und da hätte immer, oder da wäre ich als Bürgermeister stark eingeschritten und hätte schon auf den Tisch geklopft und hätte gesagt, jetzt müssen wir was tun, eben für die Kunden, weil, wie gesagt, ich bin selber Kunde der IKB und ich bin langjähriger Kunde und ich bin bei der IKB, weil sie immer ein guter Geschäftspartner waren und immer verlässlich waren. Und jetzt würden sich die Bürger Verlässlichkeit erwünschen, nämlich auch im Sinne dessen, dass man mit den Energiepreisen nach unten kommt. Und das passiert aber nicht. Also man tut es ab, immer, man ist so in Abhängigkeit der DIVAG, ja zum Teil, aber man kann, glaube ich, auch als IKB schon was bewirken, wenn man will. Ein zweiter wichtiger Bereich im Auftreten der Freiheitlichen Partei ist die Sozialpolitik, die soziale Frage. Sie haben mit der Andrea Deng und mit dem Reini Haupt zwei interessante Persönlichkeiten. Wie wichtig ist der ganze Bereich Soziales für die Freiheitliche Partei? Also ich würde behaupten, dass er
im Punkt der Bekämpfung der Teuerung mitunter der wichtigste Punkt für uns sein. Ohne Soziales kann eine Stadt nicht funktionieren. Und gerade die Andrea Denk hat in den letzten 6 Jahren gezeigt, wie Soziales funktioniert. Und der Reini Happ, der ja, sage ich mal, als soziales Gewissen der Stadt Innsbruck bekannt ist mit seinem Benefizverein, hat auch gezeigt, dass er nicht wegschaut, sondern dass beide, also Andrea und Reini Happ, immer hinschauen und allen Menschen helfen, egal in welcher Lebenslage sie befinden, auch wenn es jemandem, sage ich mal, vielleicht ein bisschen besser geht, wie man kann. Aber wir wollen dort hinschauen, wo die anderen nicht hinschauen. Und das ist absolut wichtig. Sie sind in Ihrem Hauptberuf Polizist. Sollten Sie Bürgermeister werden oder sollten Sie eine Amtsführung bekommen, dann müssen Sie ja diesen Beruf ruhen stellen. Wie würde das ablaufen bei Ihnen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich beim Bund als Polizist Beamter bin. Da gibt es ein Dienstrecht und das Dienstrecht zieht eine Karenzierung vor für den Fall, dass ich Bürgermeister werde. Wie auch jetzt schon, ich bin zum Teil reduziert. Also arbeite nicht mehr zu 100% bei der Polizei, aber bin immer noch im Dienst. Und wenn ich Verantwortung in der Stadt, egal ob Ressortführung oder im Bürgermeisteramt, dann habe ich die Möglichkeit, mich komplett zu reduzieren lassen, natürlich unter dem Fall sämtlicher Bezüge. Herr Vizebürgermeister, ein großes Thema, natürlich Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr. Wie schauen wir aus mit der EVP? Grundsätzlich, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, also was die Linien und die Taktungen, also bei der Taktung muss man nachholen, das ist aber dem Personalmangel geschuldet, da kann man sicher wieder auf die alte Art und Weise zurückgelangen, man muss halt Fahrerinnen und Fahrer finden. Im Grunde genommen sagen aber Umfragen, dass die Innsbrucker mit dem öffentlichen Verkehr sehr zufrieden sind, also ich gehe davon aus, es passt im Moment. Was wir definitiv brauchen, sind so Anbindungen in die, unter Anführungszeichen, Oberdörfer, also Hötting. In Auzel kriegen wir eine Linie, aber gerade die älteren Leute haben oft, wenn sie ein bisschen weg vom Kern des ehemaligen Dorfes wohnen, des Stadtteils, keine Möglichkeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also da müssen wir definitiv was machen. Jetzt hat man ja gleichzeitig mit dem Wahlkampf ein Erwachen der Innsbrucker Baustellen gesehen. Baustellenmanagement oder Baustellenchaos? Baustellenchaos und für mich kein Management, aber das haben wir immer schon begrittelt. Gerade die Geschichte jetzt Bozner Platz, Einfahrt, Garage und so weiter, ist für mich augenscheinlich für das, was man schief machen kann. Und jemand, der was falsch machen will, soll sich da ein Bild nehmen. Ich hätte ganz andere Vorschläge gehabt, aber ich habe sie auch geschrieben, aber auf die ist man natürlich nicht eingegangen. Jetzt ist neben der Frage der Verkehrssicherheit das Thema Sicherheit grundsätzlich ein großer Themabereich. Freiheitliche Partei immer schon Experte, Sie als Polizist nochmal Experte. Konzeption für die Sicherheit in der Stadt? Da müssen wir nochmal wahrscheinlich was Neues machen. Es hat einmal vor einiger Zeit eine wissenschaftliche Arbeit zur Sicherheit in Innsbruck gegeben. Die müsste man vielleicht nochmal erneuern, weil wir ja jetzt schon wieder was Neues haben. Also die Boller würden ja kommen, Antrag von uns. Nach langer Forderung kommen sie jetzt. Aber ich glaube, gerade zur Absicherung oder zum Schutz vor Terror und solchen Geschichten haben wir sicher Aufholbedarf. Und eine Forderung, die ich habe gegenüber dem Bund, ist natürlich mehr Personal bei der Polizei oder eventuell, wenn es möglich ist, eine Verfassungsänderung, dass man die MIG zur Stadtpolizei machen kann, weil jeder oder jede, der sich für diesen Beruf entscheidet, ist ein Baustein der Sicherheit. Abschließend haben wir ein paar kurze Fragen vorbereitet mit sozusagen schnellen Antworten. Der letzte handgeschriebene Brief? Etwa 3 Jahre her. Buch oder Fernsehen? Fernsehen. Berge oder Meer? Im Moment Meer. Hund oder Katze? Hund. Handschlagqualität oder 36-seitiger Vertrag? Handschlagqualität. Und die zweite Lieblingsstadt nach Innsbruck? Ist Verona. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.